Hanno-Hanno-Resort. Ich bin immer auf der Suche nach Spaß. Vielleicht sollte ich noch eine Inselwanderschaft machen. Das war ein unvergessliches Erlebnis. Okay. Ein Pelipper. Wow, da fliegt ein Pelipper. Dieses Pelipper ein wildes Pokémon oder gehört es zu jemandem im Hotel? Ich weiß es nicht. In Alola haben sich Menschen aus aller Welt niedergelassen, weshalb man hier auch ganz viele verschiedene Baustile vorfindet. Gut, das sieht aus wie ein Hafen. Vielleicht komme ich da auf die nächste Insel. Oh, wer ist denn hier? Das ist Joberts erstes Urlaub in 3 Jahren. Er möchte sein Dasein als Star für eine Weile entkommen und einfach ein ganz normales Pikachu sein. Pikachu! Pikachu? Okay. Und wieso ist dieses Pikachu ein Star? Oh, ein richtig sonniger Strand. Was mit dir? Los, Bismarck, wir machen jetzt mal den Strand sauber und nebenbei greifen wir noch die sandversteckten Items ab. Okay. Ich bin ein Wassermann. Hm? Nein, nicht vom Sternzeichen, sondern weil ich das Meer so mag. Bei den Badegästen hier handelt es sich übrigens durchweg um kampflustige Trainer. Nimm doch also lieber in Acht. Nimm dich lieber in Acht. Zygano-Würfel hat eine geheimnisvolle Lebensform absorbiert. Oh, Smart Bite hier auf dem Strand. Liege. Dass ich hier so gepflegt vorletzen kann, verdanke ich meinem Nebenjob. Wenn du auch nach einem entspannten Job suchst, kann ich dir das Guffa-Schleudern am Strand empfehlen. Strandbody. Hier, das ist für dich. Du erhältst das Item Sprudel. Sprudel wurde in der Medizintasche verstaut. Besonders am Strand sollte man dafür sorgen, dass man immer gut hydriert ist. Tja, was ist heißer als Sprudel? Glänzender Schweiß, glitschiger Schleim. Das macht den Hanno-Hanno-Strand aus. Hey, wir suchen dringend noch neue Guffa-Schleuder. Hast du vielleicht Interesse an einem Nebenjob? Ja. Und was genau muss ich da machen? Ich bin Rettungsschwimmer am Hanno-Hanno-Strand und damit verantwortlich für das Wohlergehen unserer Gäste. Die Sache ist, wir haben hier ein kleines Kofferproblem. Ich weiß zwar nicht warum, aber sie werden im Scharen am Strand gespielt. Doch wir können sie da nicht einfach liegen lassen. Nicht nur, dass die Koffer austrocknen würden. Badegäste können aus Versehen auch drauftreten und sich wehtun. Es muss also jemand wieder zurück ins Meer schleudern. Ganz einfach. Ich erkläre dir mal Stichpunkten, wie diese Arbeit vonstatten geht. Okay, Schritt 1, ein Guffer fangen. Schritt 2, das Guffer ins Meer schleudern. Schritt 3, mir Bescheid sagen, wenn du alle Guffer zurück ins Meer geschleudert hast. Also, was meinst du? Möchtest du dir als Guffa-Schleuderer ein bisschen was dazu verdienen? Na klar, los geht's. Dann mach dich mal daran, all die Guffa am Strand wieder ins Meer zurück zu befördern. Sieht so aus, als tummeln sich hier momentan 6 Guffa. Okay. Ein Zygano-Würfel. Sina ruft an. Brrrt. 10%. Und wenn du wissen möchtest, was diese Zahl zu bedeuten hat, musst du dich nach Ulla Ulla zur Ätherbasis auf Route 16 begeben. Du bist auf einem guten Weg. Au revoir.
Okay, Route 16, das merken wir uns mal. Das sieht aus wie ein Guffer. Fahr! Du hast das Guffer ins Meer zurückgeworfen. Okay. Noch ein Guffer. Fahr! Okay. Dann sagen wir einfach nur Guffer. Fahr! Okay, das wären 3. Er sagte 6. Ah, hier ist Nummer 4. Fahr! Die muss aber ziemlich weit werfen. Liegt aber ziemlich weit drin. Und hier müsste dann irgendwo noch eins sein. Ja, hier. Nur 5. Fahr! Zurück ins Meer geworfen. So, hier ist Nummer 6. Fahr! Zack! Sieht so aus, als hätte längst keine Guffer mehr am Strand herum gelegen. Ein wildes Pokémon greift an. Ein Stern, du wild erscheint. Los, Ben, du schaffst das. Oder auch nicht. Oh, letztes Level. Okay. Ich fliehe mal lieber. Oh, scheitert. Ja, nice. Ich versuche mal mit Donnerschock. Zack. Kampf am Strand. Und weiter so. Los, Pokéball. Versuchst du mal mit dem Tauchball. Kannst du mir so Vorrat fangen. Zack. Zack. Und zack. Perfekt. Sternu wurde gefangen. Nun, was geben wir ihm für einen Namen? Ben erreicht Level 23. Lea erreicht Level 17. Nein. Kreideschrei nicht erlernen. Süß. Sternu registriert. So, zurück geht's. Und da haben wir uns ein bisschen am Strand ausgetobt. Bravo, du bist ja schon fertig. Du hast alle Guffer am Strand wieder zurück ins Meer befördert. Damit ist der Strand wieder sicher. Und die Guffer selbstverständlich auch. Ein gutes Gefühl. Wirklich gut gemacht. Du hast echt ein Händchen für das Gufferstellern. Hier ist dein Lohn. Nur zu, du hast ihn ja redlich verdient. 20.000 Pokédollar erhalten. Okay, ja. Ist jetzt nicht viel, aber auch nicht wenig. Guffer gehören definitiv zu deinen bekanntesten Pokémon hier in Alola. Ein Jammer, dass manche Touristen aus anderen Regionen sie einfach nicht zu schätzen wissen. Man muss dazu sagen, wir können sie so oft ins Meer zurückschleudern, wie wir wollen. Am nächsten Tag sind sie trotzdem wieder da. Wenn dir langweilig ist, kannst du also jederzeit wieder vorbeikommen. Ich habe immer Arbeit für dich. Ja, jetzt nicht unbedingt. Ich habe noch anderes zu tun, als Guffers zu schleudern. Zum Beispiel hier in die Mission zu gehen. So, was mit dir? Der Hotelpage ist die erste Person, der Gäste in einem Hotel begegnen. Das ist der erste Eindruck. Entscheidend bei Pokémon-Kämpfen ist es ähnlich. Das erste Pokémon im Kampf und die erste Attacke, die es einsetzt, sind sehr wichtig. Wenn ein Hotelpage vortreffliche Arbeit leistet, wird er irgendwann zum Hotel-Captain befördert. Na los, buchen wir uns ein Zimmer. Hierzulande begrüßen wir uns und verabschieden uns
mit einem kräftigen Aluna und wünschen unserem Gegenüber so den Segen der Sonne und des Mondes. Alles klar. Einmal auf die Klinge gedrückt und schon bin ich der Page zur Stelle. Oh, Alola, hier bin ich geboren, hier bin ich zu Hause. Willkommen, fühl auch du dich wie zu Hause. Im warmen Klima von Alola fühlt sich nichts besser an als eine kühle Meeresbrise. Spürst du, wie sie dich umweht? Und da geht's mit der Geschichte weiter. Das ist der Typ mit der grünen Brille. Da bist du ja. Meine Güte, wie unhöflich von mir. Ich sollte mich zunächst mal vorstellen. Mein Name ist Fabian. Ich habe dich neulich versprochen, dass ich dir etwas Großartiges zeigen würde, nicht? Damit meinte ich das Ätherparadies. Das Ätherparadies ist eine künstliche Insel, errichtet mitten des Meeres von Alola. Sie dient als Zufluchtsort für alle Pokémon, ein sicherer Hafen sozusagen. Ich möchte beweisen, dass ich ein Erwachsener bin, der seine Versprechen hält. Du wirst also mit zum Ätherparadies kommen, oder? Na klar, schauen wir uns einmal an. Und dann folge mir bitte, das Ätherparadies ist ein überwältigender Ort. Warte, nehmt mich mit. Na nun, die Winselkönigin Eidor verabschiedet sich euch höchstpersönlich. Ich kümmere mich um alle Trainer auf Inselmannschaft. Sie sind für mich wie meine Kinder. Nicht, dass ich selbst welche hätte. Hört zu, ihr beiden. Messen solltet ihr euch nur an euch selbst und vertraut den Pokémon an eurer Seite. Was ist mit dir, Professor? Ich habe noch eine Menge anderer Dinge zu tun, aber werft ihr noch doch für mich einen Blick in die berühmte Technologie der Ether Foundation. Ah, genau, unser nächster Treffpunkt. Ich warte im Malihe Ziergarten auf der Insel Ula Ula auf euch. Es wird Zeit, Arcana hinter uns zu lassen. Aber keine Sorge, wir können ja in jeder Zeit wieder hierher zurückkehren. Und gut, ich bin mir sicher, die Überfahrt vergesst auf keinen Schiff, wie im Flug. Und mit so einem Schiff meine ich nichts Geringeres als die Fähre. So, endlich geht's von der Insel weg. Die zweite Insel hätten wir geschafft. Einfach unglaublich, dass so ein Haufen Eisen einfach aus dem Wasser auf dem Wasser schwimmen kann. Wusstest du, dass Pokémon dafür verantwortlich sind, Zwergfürst? Was? Was erzählst du hier? Nee, aber wäre cool, oder? Ja, Tali erzählt wieder Schwachsinn. Oh Junge, ich bin auf das Ätherparadies gespannt. Ja, ich würde mal sagen, ich auch. Machen wir uns auf das Schiff. Genau gesagt, auf die Fähre. Und liegen ab und lassen Akala hinter uns. Und da geht's hin. Ätherparadies. Das Ätherparadies. Da laufen nur solche weißen Typen rum. Ich habe gestern einen Film mit weißen Typen gesehen. Die waren nicht so freundlich. Aber gut, da wären wir, ihr beiden, das ist der Ätherparadies. Oh, das kennen wir doch aus dem Vorspann. Erste Folge. Das Prä-Intro. Das Ätherparadies dient dem Schutz und Erhalt von Pokémon. Dafür nutzen wir die neueste Technologie. Dafür nutzen wir die neueste Technologie.
Zum Erhalt und zum Schutz von Pokémon arbeiten wir im Untergeschoss an der Entwicklung neuer Pokébälle. Jedoch kann man im Ätherparadies selbst keine Pokébälle einsetzen. Wir senden Störwellen aus, die ihre Funktionen blockieren. Och, wie schade. Sieht aber alles ziemlich utopisch aus. Fabian? Nein. Würdest du mich bitte nicht mit dem Namen ansprechen? Ich habe sonst einen Titel. Jeder soll wissen, wie wichtig ich bin. Aber selbstverständlich, Herr Regionalleiter. Ich werde unsere Bemühungen zum Schutz der Pokémon-Verkeller mit der Präsidentin absprechen. Führe du derweil die Kinder herum und bringe sie zur Präsidentin, ja? Und das war weg. Uff. Zwergfürst Tali, herzlich willkommen. Ich bin Pia. Anona. Moment mal, du kennst unseren Namen. Unser Personal hat mir von den Ereignissen auf Akala berichtet. Zum Beispiel, dass ihr beiden uns dabei geholfen habt, Pokémon zu beschützen. Dafür möchte ich mich bei euch bedanken. Also gut, begeben wir uns zum Eingang im oberen Stockwerk. Wollen wir den Aufzug nehmen? Es geht aufwärts. Das ist der Eingangsbereich. An der Rezeption hier könnt ihr eure Pokémon heilen lassen. Zwergfürst Tali, ihr seid ja auf Inselwanderschaft, um Champ zu werden. Gehe ich dann recht in der Annahme, dass ihr 11 Jahre alt seid? Eigentlich bin ich 19. Sie wissen gut Bescheid. Ja, wenn man 11 Jahre alt ist, kann man auf Inselmannschaft gehen. Ich habe meine angefangen, weil ich irgendwann mal gegen meinen Opi gewinnen wollte, wenn er alles gibt. Verstehe. Wenn man in einen neuen Alter kommt, muss man selbst entscheiden, ob man reif genug dafür ist, auf Reisen zu gehen. Schließlich ist ein Trainer für seine Pokémon so etwas wie ein Elternteil. Zwergfürst Tali, wir fahren weiter nach oben zur Schutzzone. Los geht's. Keine Animation für den Lift mehr übrig. Zum Schutz der Pokémon ist der Einsatz von Pokébällen im Ätherparadies verboten. Das ist ja wie im Naturschutzgebiet. Hier bieten wir all den Pokémon Zuflucht, auf die es Team Skull abgesehen hat. Manche Pokémon müssen beschützt werden, zum Beispiel Corazon. Sie sind bedroht, weil sie vom Pokémon namens Agrostella angegriffen werden. Ich lese aus meinem Pokédex vor. Agrostella kriecht mit seinen 12 Beinen über den Meeresboden. Es hinterlässt oft etliche Überreste von Corazon. Opi hatte mal gesagt, dass es in der Natur ziemlich brutal zugehen kann.
Aber kann die Aether Foundation überhaupt alle Pokémon beschützen? Eine gute Frage. Wir wollen schließlich auch nicht das natürliche Gleichgewicht zerstören. Es ist schwer zu sagen, wie weit der Mensch in der Natur eingreifen darf. Die Aether Foundation ist echt der Wahnsinn. Aber eins frage ich mich schon die ganze Zeit. Warum habt ihr ausgerechnet in der Alola-Region niedergelassen? Wer weiß. Unsere Präsidentin ist schwer zu durchschauen. Man weiß nie, was in ihr vorgeht. Sie heißt übrigens Samantha und hält sich hier in der Schutzzone auf. Ihr solltet ihr auf jeden Fall einen Besuch abstatten. Jo, okay, ich kann wieder frei laufen. Das ist gut. Jo. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Ganz schön weiß und steril hier, die Gegend. Ja, kann ich hier entlang?